Das sind Congress News. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Berichte. KCA-Implementierung. Einführung von Hebron und Kares Personengruppen im gesamten KCN. Nicaragua-Hilfe. KCA erzeugt neue Ebenen der Einheit. KCA-Einführung. Das Jahr 2021 begann mit der fortgesetzten Einführung der Architektur der Königreichsgemeinschaft KCA und der globalen Einführung von Personengruppen für Männer und Frauen im gesamten KCN. Die Personengruppen für die Männer wurden am Freitag, den 8. Januar, gestartet und tragen nun den Namen Hebron. Die Personengruppen für die Frauen wurden am Samstag, den 9. Januar 2021, gestartet. Im Kern. Dr. Wodroff veröffentlichte auch zwei kraftvolle Botschaften, die den Männern und Frauen des Kongress BBN eine neue, biblisch verwurzelte Haltung für Kongressmännlichkeit und Weiblichkeit vermitteln. Hebron und Kares Videos an die KCs veröffentlicht. Als er die beabsichtigte Auswirkung des Abspielens der Videos im gesamten KCN erklärte, sagte er: Ich möchte eine neue Dimension der gegenseitigen Verantwortlichkeit zwischen den Männern und den Frauen und die Beseitigung der letzten Überreste falscher Definitionen aus den Herzen aller Heiligen. Der ganze Wunsch Gottes und die ganze Schubkraft des Bauens, die vom Herrn für den Bau der Männer herabkam, war es zu dieser Zeit eine Ressource auf der Erde zu schaffen, während sich die Achse der Erde entscheidend in Richtung des Finales verschiebt. Mit diesen Ressourcen fiel ein bedeutendes Gewicht der Bestimmung in die Männer und Frauen des Kongress und es fließt weiter nach außen in die neuen globalen Strukturen der Hebron- und der Frauenpersonengruppen in unseren Königreichsgemeinschaften. Kongress WBN Nicaragua. Der Kongress WBN unterstützte unsere KCN-Gemeinden, die von den verheerenden Wirbelstürmen im Jahr 2020 in der mittelamerikanischen Nation Nicaragua betroffen waren. Von 2020 bis in die erste Woche des Jahres 2021 trafen immer wieder Kisten mit Hilfsgütern und Spenden aus dem gesamten Kongress ein. Und Teams der Elijah Center Embassy in Atlanta machten Überstunden, um sie zu sortieren und zu verpacken, bis zu dem Punkt, an dem wir mehr als genug für diese Aufgabe hatten. Nach den verheerenden Wirbelstürmen, die im November in Nicaragua wüteten, waren viele Menschen ohne die nötigen Ressourcen und die Möglichkeiten, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Kongress WBN begann sofort mit der Koordination mit den Ältesten und Gemeindeleitern, die über ganz Nicaragua verteilt waren. Dr. Woodruff wies die GCL-Koordinatoren an, mit der Mobilisierung von Hilfsmaßnahmen für die vom Hurricane betroffenen Gemeinden zu beginnen. Die Senior-Ältesten und ihre Teams beeilten sich, den Bedarf zu sichern, den sie mitgeteilt hatten, und verpackten und trennten die Gegenstände sorgfältig für die Verteilung. Die Einwirkung des Empfangs dieser Gegenstände hinterließ viele Heilige in einem Zustand freudiger Wertschätzung, da sie den Einfluss ihrer globalen Welt spürten, die sie durch die Krise hindurch erreichte, um sie in solch unruhigen Zeiten zu unterstützen. Danke, meine Brüder und Schwestern aus dem Kongress, dass sie uns Essen gegeben haben. Danke, meine Brüder und Schwestern, für das Essen, für das Wasser, für die Medizin. Die Herzen der Heiligen wurden bewegt in verschiedenen Arten und Weisen. Ich konnte in ihnen sehen, ich konnte in den Gesichtern die Freude sehen, die Zufriedenheit und Fröhlichkeit. KCA Rollout bringt Leben. Die Einführung der Architektur der Königreichsgemeinschaft KCA im gesamten Kongress WBN hat ein enormes Leben und einen großen Wert in unseren Gemeinden und in den Herzen unserer Heiligen geschaffen. Die Berichte der Oversight Coordinators, Development Facilitators und der Senior Ältesten zeigten die erstaunlichste Dimension des Einseins in unserer globalen Gemeinschaft. Realität der globalen Zivilisation. Dr. Wodroff erklärte, dass wir in die Erfüllung der Welt eintreten, die vor vielen Jahren von Gott kam, um den Kongress WBN als eine globale Zivilisation vor ihm zu etablieren. Die sehr wichtigen Dinge hier bei uns sind. Und Gott möchte, dass wir es sehen. Gott möchte, dass wir das erkennen.
Wir sind jetzt eins in unserem Kampf bis zum Finale. Und diese Dinge sind wichtig, weil all diese Dinge, die ich euch jetzt aufzeige, Teil der Unterstruktur und der Grundlage für Nock Nummer 2 sind. Und in dieser Zeit der Einheit, der Reinheit, der Aktivierung der Heiligen, all diese wunderbaren, geheimnisvollen Dinge sind Teile der Wolke der Gelegenheit, die uns umgibt, während die Stimme Gottes durch den Kongress donnert. Das Zitat der Woche. Wir leben in einer Kraft und der Energie des Wortes Gottes wie noch nie zuvor. Erfasst alles, was der Herr sagt. Lasst nichts vorbeischlüpfen. Dr. Noel Wotroff. Das waren Kongress News. Für mehr Kongress News besuche Kongress News unter www.cwbn.news oder lade dir die Kongress News App runter oder schalte Canopy Radio oder TV ein.